Schönen guten Tag, neues kurzes Video wieder mal zum Thema Paracord-Armband. Es hatten einige Leute mich gefragt, bezüglich des Auseinandermachens dieser Armbänder. Es ist natürlich so, dass diese geknoteten Armbänder sehr, sehr langwierig sind, um das wieder gebrauchsfähig zu einem Stück zu machen. Quasi hält das sehr arg auf. Ich habe jetzt mal hier so ein kleines Stückchen da vorgefertigt, und wenn ich euch jetzt mal hier das so zeige, also man muss wirklich genau den Weg, den ich eigentlich gemacht habe, um es zusammenzuknoten, das Ganze wieder auseinanderknoten. Eine andere Möglichkeit habe ich bei diesen Bändern hier nicht. Das ist natürlich nervig. Also gerade wenn ich das Cord auch mal wirklich verwenden will, hänge ich da natürlich teilweise sehr lange dran. Das ist nicht schön. Ja, gerade wenn es schnell gehen muss und ich wirklich ganz dringend ein Seil bräuchte, brauche ich da mit dieser Methode sehr, sehr lange. Aber da habe ich für euch eine andere Methode. Das ist dieses Armband hier. So, das ist auch ein sehr schönes Armband. Wie man das macht, zeige ich euch auf jeden Fall gleich noch. Und jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, wie schnell man dieses Armband zerlegt hat. Das ist nämlich richtig geil. So, dann hier oben eingreifen. Na, jetzt hat es sich ein bisschen verknotet. Ach, weil ich vergessen habe, den Knoten hier oben aufzumachen. So, und ich habe das Seil im Ganzen. Ich zeige euch das dann gleich nochmal in einer anderen Einstellung, wie schnell das eben geht. Und ja, jetzt möchte ich euch aber zeigen, wie man das zusammen macht. Das ist nämlich ganz schnell, das ist ein Quick and Dirty Paracord Armband. Ja, das Schöne an dieser Variante ist, dass ich dieses Armband direkt von der Rolle wegmachen kann. Also ich muss mich nicht im Vorfeld festlegen, wie viel Paracord ich verwenden muss. Spart natürlich dadurch immens viel an Abschnitt. Ich zeige euch das Band jetzt mal in der Ich-Perspektive. Bin natürlich da ein bisschen eingeschränkt vom Machen her. Deswegen werde ich euch das dann nochmal in einer anderen Perspektive zeigen, wie schnell so ein Band eigentlich geht. Aber damit ihr das schön nachmachen könnt, zeige ich euch das erstmal aus der Ich-Perspektive. Anfangen tun wir so. Wir legen uns hier eine Schlaufe und klappen das hier oben einmal nach unten, dass wir hier so zwei Ohren oder wie so eine Breze quasi haben. No, ganz einfach. Dieses Teil legen wir hier, also nehmen wir einfach und stecken es hier durch. So. Und dann nehmen wir das hier und ziehen das durch das, wo wir gerade eben von hinten durchgekommen sind, rein. So. Diesen Knoten, der dann entsteht, ziehen wir fest. So, das ist der erste Schritt, den wir machen. Und dann fangen wir ganz simpel an. Wir legen uns das einmal um das Handgelenk rum, ein bisschen lockerer, wie dass es eben jetzt nicht komplett eng anliegt, aber so etwa kann man das dann hier anlegen und immer schön schauen, dass es mit diesem Knoten hier passt, also so etwa einfach mal hinlegen, und diese Stelle merken wir uns. Das Umgeknickte halten wir gleich und dann nehmen wir das einmal wieder bis nach oben. Nehmen ein bisschen weniger hier oben und machen da die gleiche Strecke nochmal zurück, dass wir am Ende drei solche hingelegten Dinge haben. Also das ist dann so am Ende quasi. Ja. So, und jetzt wickeln wir hier mal ein bisschen auf. Das kann mal weg hier, das auch. Und jetzt geht es ganz schnell eigentlich. Wie ihr das in die Hand nimmt, das ist eigentlich dann völlig egal. Auf jeden Fall, die Knotenseite ist das Ende. Also wir fangen auf der anderen Seite an. Und da wir hier am Ende den Knoten durchstecken wollen, weil das unsere Öse wird, nehmen wir so ungefähr, lassen wir mal Platz.
Und jetzt wickeln wir, also wir halten das hier fest und wickeln das komplett um diesen Strang herum. Und wenn wir ein bisschen davon haben, dann wickeln wir das einfach hier auf. Also das geht wirklich super schnell. Hier immer wieder mal ein bisschen nachjustieren. So, jetzt ist der Kord ein bisschen hier verdreht. Dann nehmen wir wieder auf. Und dann wird das einfach hier so aufgedreht. Na. Ich sage Entschuldigung, ich mache das gerade so aus der Ich-Perspektive um die Kamera herum. Da habe ich nicht so viel Platz, wie ich eigentlich bräuchte. Aber kriege ich hin für euch. So, dann schiebt man ab und zu diese ganzen Dinger nach unten. Und dann wieder ein bisschen Seil nehmen. So, und immer einfach nur rumrollen. So. Also ist vom Prinzip her so ein Henkerknoten, nur in lang. Keine Ahnung, wie der normal heißt, dieser Henkerknoten. Aber vom Prinzip her ist es ein Henkerknoten in verlängerter Form. So, jetzt bin ich hier oben angekommen. Dann ziehe ich das hier noch alles einmal schön nach, damit ich hier nicht zu viele Lücken habe. Genau. Und dann rolle ich den Rest noch hoch, bis ich hier gerade so durch dieses kleine Ding hier mit viel Gefutze noch so ein Paracord hier durchbekomme. Also das heißt, als erstes schneiden wir das jetzt hier mal ab. Schneiden wir mal so ab hier. Dann brauche ich das Feuerzeug hier ein bisschen für öden. So. Ich tue es ein bisschen klein, damit ich hier besser durch dieses Loch durchkomme. So, schiebe ich mir das noch ein bisschen. So. Und jetzt einfach hier das Ende hier in diese Schlaufe rein. Ein bisschen anziehen, halten und jetzt das Band wieder in die andere Richtung schön zurückschieben. So. Dann kann man das mal ein bisschen rollen, damit es noch ein bisschen gerade wird. Und fertig ist das Band. Anlegen, auch überhaupt kein Problem. Nehmen. Das könnt ihr dann ein bisschen abschneiden, was hier so arg übersteht, diese ganzen Dinger, wenn es euch nicht so gefällt. Ja, nehmen, rum, fertig. Armband ist fertig. Wie gesagt, das hier noch abschneiden, das vielleicht noch ein bisschen, aber fertig ist das Armband. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie man das zerlegt und vor allem, wie schnell man das dann macht, wenn man ein bisschen mehr Platz hat. Aber so habt ihr das gesehen, geht wunderbar.
über ein Armband, was so schnell zu zerlegen ist, beziehungsweise auch wieder gebrauchbares Cord uns gibt und auch so schnell wieder zusammengemacht wäre, glaube ich, ist mit keiner Binde Möglichkeit zu schaffen. Daher super geile Sache. Das sind eigentlich meine Lieblingsarmbänder, muss ich sagen, weil die einfach vom praktischen Nutzen her am einfachsten sind. Kann man natürlich mit allen möglichen Farben machen. Und sehen auch jetzt nicht unbedingt schlecht aus. Das hier, wie gesagt, ist halt ein bisschen komplizierter zum Auseinandermachen. Sieht aber natürlich ein bisschen schicker aus. Aber probiert es einfach mal aus, geht super schnell und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Video.